Ballbesitzspiel mit einem Torwart. Bauen Sie ein Viereck, angepasst an die Größe der Spielerzahl, ca. 25 Meter vor dem Tor auf. Für 5 gegen 5 ca. 20 x 20 Meter groß, für 3 gegen 3 ca. 10 x 10. In diesem Spielfeld spielen nun zwei Teams auf Ballbesitz gegeneinander. Ein Team startet und erreicht dieses Team 4 Kontakte, dann ist das Tor für Sie freigeschalten und Sie können auf dieses einen Angriff spielen, der normal verteidigt wird. Erobert das defensive Team im Viereck den Ball, ist das Tor sofort für sie freigeschalten. Das Offensivteam muss also auf Defensive und auf Gegenpressing umschalten. Geht ein Ball in Seiten aus, spielen Sie als Trainer den nächsten Ball nach. Sie können hierbei auch Kommandos geben, ob das Tor sofort frei ist oder das Team Kontakte machen muss. Dies erfordert dann ein schnelles Umschalten der Spieler.